Hallo, herzlich willkommen in meiner Küche. Ja, heute wollte ich mit euch einen Apfelkuchen backen. Und zwar habe ich den ausgesucht aus dem italienischen Kuchen. Das heißt, ich werde das übersetzen, was ich alles für Zutaten brauche und wie ich das natürlich mache. Als allererstes brauchen wir 450 Gramm geschälte Äpfel. Und zwar werden die in Stücken geschnitten, ja? So, erstmal mal schauen hier. Einmal schälen. Da hole ich euch dann gleich nochmal dazu. Ich schäle die, die werden klein geschnitten, kommen in diese Schüssel rein. Dann müssen wir eine Zitrone auspressen und etwas Zimt und das für eine halbe Stunde an der Seite lassen. Aber ich hole euch gleich nochmal dazu. Ich habe hier schon die Form genommen und hier so. Einmal. Machst du gerade einen Apfelkuchen? Ja, genau. Ich nehme einfach mal. Die sind abgewogen. Jetzt ich habe Hunger auf Apfel gerade. Oh, du Baby. Nein, also, ihr müsst mir auch sagen, wenn ich. Ich bin gerade hier. Also. Ich schneide dir da noch ein Stück. Ja, okay. Schneid du schon mal. Das kannst du machen. Komm her. Oh nein, was habe ich mir da nur ans Bein gebunden? Ich gehe wieder. Nein, okay. Also, du schneidest die hier so, wie die sind hier, ne? Schneid die jetzt in so diese Würfel, dann kann ich ja, dann kann ich hier weitermachen. Du musst nur ganz bisschen nach vorne. Also hier kannst du schneiden. So, ich habe hier schon eine Form genommen und Backpapier drunter getan, so ein bisschen eingefettet, ja? So, Backofen sollte auf 180 Grad vorgeheizt werden, aber wir müssen ja die Äpfel noch 30 Minuten ziehen lassen. Das heißt, sie schneidet die Äpfel weiter, wenn sie so ein bisschen weiter vor, ja? Und ich weiter vor, wo soll ich denn hier? Nein. Geht doch gar nicht. Weiter nach da. So. Oh mein Gott, ey. So, und ich presse hier jetzt die Zitrone aus. Also hier müsste ich irgendwie noch einen Tisch haben. So, ich fühle mich beobachtet, Mama. Was? Ich fühle mich ein bisschen beobachtet. So. Ja, macht ja nichts. So, ich presse in der Zeit die Zitrone aus. Jetzt kann man das natürlich auch nicht so super sehen. Aber das macht ja nichts, ja? Ja. Eine ganze Bio-Zitrone, weil wir auch die Schale noch brauchen, ja? Tja. So, ich bin fertig mit meiner Zitrone. Und du? Ja, scheiße, ich darf jetzt zeigen. So, jetzt lass jucken. Okay, ich kann es natürlich viel schneller machen. Also, so, fertig. Ich muss in Ruhe machen. So, hast du? Man auch noch gestresst hier, ey. Komm, jetzt machen wir hier ein bisschen. Den noch und das war's dann. Ja. Ja. Nee, der noch. Ja, und der auch noch und der. Ja, ich bin fertig. Mama kann so lange ein bisschen was essen, ich auch. Ja. Ich kann auch den Film schneiden. Was ist auf der Essen? Ja. Okay, ich bin fertig. Ja, guck. Nein, ich werde jetzt noch ein Stück schneiden, weil. Das war so ein kleines Mini-Stück. Nee, du hast ja vorher auch schon genommen. Oh, Telefon. Der kleine Wipper. So, jetzt hier. Alles klein geschnitten, ja? Er wird jetzt wach. Ja, gut. So, einmal die Zitrone über die Äpfel. So, dass die Kerne in der Zitrone nicht mit reinfallen. Und dann etwas Zimt. So. Und das Ganze rühren wir jetzt einmal rum. So. Oh, ich liebe den Geruch von Zimt. Also, ich meine, wer es nicht mag, der lässt es einfach weg. Ja, also muss man ja. Man ist ja nicht gezwungen. Aber ich liebe den Geruch von Zimt und ich mag Zimt generell. Und Zimt ist auch sehr gesund, wie ich schon öfters gelesen habe. So, das lassen wir jetzt eine halbe Stunde abgedeckt stehen, damit das richtig durchziehen kann, ja? Ich stell das mal hier hin. Und ich sag euch mal eben, was ihr für nachher braucht. Ihr braucht 3 Eier, 150 Gramm, Joghurt, 200 Gramm Mehl, 150 Gramm Zucker. Ich habe das vorhin alles abgewogen, deswegen weiß ich das nicht mehr genau. Ihr braucht ein Backpulver und Vanillezucker. Und 70 Gramm Butter, genau. Würde ich sagen, wir warten jetzt die 30 Minuten. Die Äpfel ist jetzt
alles richtig gut durchgezogen und wir fangen weiter an mit unserem weiteren Rezept, ja? So, 150 Gramm Zucker in den Mixtopf geben und eine halbe Zitronenschale schneiden, reinmachen. Oder ich habe das schon klein gemacht mit diesem Gerät, das geht wunderbar, ja, das habe ich auch schon reingemacht. Und das lassen wir jetzt für, jetzt finde ich wieder mein, ach, ist er ja, so, Deckel drauf und für 10 Sekunden auf Stufe 10. So, da das immer so laut ist, ja, habe ich das jetzt gemacht und die Kamera eben kurz ausgemacht. So, das Ganze wird jetzt runtergeschoben, ja, hier. Super, super klasse, super toll. Also das ist wirklich ein Rucki-Zucki-Apfelkuchen. Der geht wirklich, wirklich, wirklich super schnell, ja. So, jetzt kommen natürlich die ganzen Zutaten rein. Und zwar kommen die 3 Eier rein. So, auf 0, 200 Gramm. Mehl Typ 405, ja, und weiter, na, so 125 Gramm Joghurt. Was habe ich gemacht? Ich habe kein Joghurt, ich habe jetzt hier Quark, ja, aber wenn ihr Joghurt da habt, dann nehmt Joghurt. So, weiter geht's. So, die Butter habe ich jetzt schon reingemacht. Und zwar habe ich jetzt die weiche Butter genommen schon, ja. So, wenn man das sehen kann hier alles. So, weiter geht's. Eine Tüte Backpulver. Ach, habe ich hier schon aufgemacht, ja. So, eine ganze Tüte kommt da rein. Und das steht nicht drin, ich mache das trotzdem, einen Teelöffel Vanillezucker, ja? So, und wir schließen einmal den Mixtopf und das lassen wir für 30 Sekunden auf Stufe 5. So, die Form habe ich auch schon mal hingebracht und jetzt, also die Äpfel soll man die Zitrone abgießen. Aber ich habe hier gar keine, ja, also die, das ist alles hier aufgesaugt worden von den Äpfeln. Ja, ich komme dann zum Probieren nochmal, ne? Oh, das dauert, da muss ja erstmal noch im Backofen und so. Also auf jeden Fall kommen die Äpfel jetzt hier rein. So. Und das Ganze werden wir jetzt einmal umrühren. So, muss ich nur schauen. Hier habe ich mein so schön alles umrühren und das kommt alles hier in die Form rein. Ich muss ein bisschen Platz machen. So, damit ihr das besser sehen könnt, ja, schieben wir den Teller mit an die Seite. So, und ich lasse das Ganze jetzt hier einmal rein. Gar nicht so einfach, das so zu machen, dass ihr das sehen könnt. Besser wäre es andersrum. Mmh. Schmeckt schon super lecker. Ja, und jetzt werde ich das hier nochmal so ein bisschen umrühren. Ja? Das kann man ja hier ganz gut machen. Wird ein super Kuchen. Das ist wirklich, wenn man die Äpfel geschält hat, das andere alles rein. Es gibt so viele tolle Kuchen, die
so rucki zucki gehen immer, finde ich. Und ob man jetzt ein Thermomix hat oder man hat keinen, das ist ja gar kein Problem, ja. Das kann man ja auch machen, wenn man keinen Thermomix hat. Ja, dann nimmt man eben den Mixer und macht das mit dem Mixer. So, das geht jetzt in den Backofen. Muss ich mal schauen, für wie lange. So, das geht jetzt in den Backofen bei 180 Grad, ungefähr 40 Minuten, ja? So sieht das aus. Würde sagen, sehen uns dann nachher nochmal. Der Kuchen ist fertig. Er sieht wirklich super aus, ja? Hier sieht man die Äpfel noch. Naja, toll. Hier sieht man die Äpfel noch viel mehr hier vorne, wenn man das sehen kann. Richtig Saft. Ich habe schon zwei geschnitten. Sandra? Ja? Komm ist mal. Der Kuchen fertig? Der Kuchen ist abgekühlt. Und du kannst schon mal... Mir ist jetzt die Gabel runtergefallen. Aber ja, gut aus. Vor allem der ist so dunkel. So, ach, knusprig. Man kann noch oben Zimt und Zucker drauf machen. Ja, das habe ich jetzt nicht gemacht. Wow, aber der ist Äpfel so weich. Gut. Ja, erstmal probieren und dann kannst du super sagen, ne? Ich habe jetzt erstmal die Optik beurteilt. Ich habe noch nicht den Geschmack beurteilt. Das kann ich auch nicht, weil ich habe noch nicht gegessen. Ich finde, super leckeren Geschmack und vor allem gut, saftig. Ja. Und es schmeckt nach Zimt. Machst du Zimt? Also, ich schmecke den Zimtgeschmack Gott sei Dank nicht so raus. Echt nicht? Ich bin nicht so der Zimt-Fan. Aber ich schmecke voll den Zimt raus. Also richtig viel. Nö, ich nicht. Also ich viel. Weil die Äpfel richtig viel Zimt haben. Also ich finde der Apfelgeschmack und der Kuchengeschmack überwiegt, finde ich. Weil sonst würde er mir nicht so gut schmecken, weil ich bin nicht so der Zimt-Fan. Also sieht man, richtig? Jetzt so ein Klecks Sahne drauf. Lecker. Und der ist noch ein bisschen warm, finde ich total lecker so. Warm. Ja. Das ist noch ein bisschen warm. Echt Hammer. Und er sieht auch sehr, sehr gut aus. Also, ihr könnt den, wenn einer kein Thermomix hat, kann man das wunderbar, hatte ich ja vorhin schon gesagt, auch einfach mit dem Mixer machen. Das geht wirklich super, super schnell zu machen. Also, wenn es hochkommt, braucht man mitbacken, keine Ahnung. Eine Dreiviertelstunde. Ja. Also, ich möchte mich von euch verabschieden, wünsche euch allen einen wunderschönen Tag und ich würde sagen, wir sehen uns wieder beim nächsten Rezept. Ciao!